Hallo liebe Investoren, Partner und Zuschauer des Nachrichtensenders Skyway Capital. Ich bin Dina Kalfin. Sie sehen eine aktuelle Nachrichtensendung von Skyway. Wir informieren Sie über wichtige Ereignisse und Erfolge der Unternehmensgruppe Skyway und Skyway Capital. Heute erfahren Sie: Unsere Fachleute des Informationsdienstes Skyway zeigen mit einer Computergrafik das Unicar auf den Straßen von Minsk. Der Informationsdienst von Skyway erstellte einen Artikel für On Air, das Bordmagazin der Fluggesellschaft Belavia. Es geht um einen Verkehr, der die Umwelt nicht schädigt. Der Chefkonstrukteur der String Technologies Company informierte den Korrespondenten von Zvezda über Spaceway, ein Programm der Weltraumerschließung. Am 5. Dezember 2019 um 23:59 Uhr Moskauer Zeit geht die Gesellschaft Skyway in die neue Etappe der Entwicklung 14.1 über. Jetzt im Einzelnen. Am 26. Oktober eröffnete der Sultan bin Mohammed al-Qasimi den Betrieb des schienengebundenen Seilverkehrs in Sharjah. Seitdem wurde die Skyway-Technologie für die Arabischen Emirate eine Realität. Die Mitarbeiter des Informationsdienstes von Skyway bringen ihre fantasievolle Vorstellung eines Unicars in der weißrussischen Hauptstadt. Mit der Computergrafik lassen Sie den schienengebundenen Seilverkehr auf den Straßen von Minsk fahren. Sie finden die Visualisierung des Skyway-Verkehrs in der weißrussischen Hauptstadt auf unserer Webseite unter Nachrichten. Derzeit gilt das Flugzeug als eine besonders sichere Art zu reisen. Dennoch geht die Zahl der Flüge bald zurück. Die Umweltsteuer soll die Gesellschaften zum Abbau ihrer Aktivitäten bringen. Wenn der Flugverkehr abgebaut wird, werden ihn andere Reisemöglichkeiten ablösen. Dazu äußern sich die Skyway-Fachleute in dem jüngsten Heft On Air, das Bordmagazin von Belavia. Die Autoren zeigen Vor- und Nachteile der vielversprechenden Verkehrsarten: Busse, die mit Biokraftstoff betrieben werden, Magnetschwebebahn und Vakuumzüge. Nicht unbeachtet bleiben die Skyway-Verkehrstechnologien. Die Autoren weisen auf ihr hohes Beförderungsvolumen hin, auf die Sicherheit und die Umweltfreundlichkeit. Der vollständige Artikel findet sich auf unserer Webseite. Er enthält weitere Einzelheiten zum umweltfreundlichen Verkehr. Anatoly Junitsky informiert in seinem Interview für die weißrussische Zeitung Zvezda über Spaceway, ein Programm für die Erschließung des nahen Weltraums. Der Autor des schienengebundenen Seilverkehrs geht in Details auf die Errichtung einer Raumstation und Wohnmodule eines Ökokosmohauses ein. Der Chefkonstrukteur der String Technologies Company meint, dass in der Orbitanlage die irdische Biosphäre reproduziert werden soll. Dafür baut man auf der Erde einen Prototyp des Ökokosmohauses. Es soll als Datenbank dienen, die verschiedene Vertreter der Flora und Fauna zusammenführt. Ausführliche Informationen zum Ökokosmohaus und zum Programm Spaceway finden Sie im vollständigen Text auf unserer Webseite unter Nachrichten. Die Unternehmensgruppe Skyway kündigt den Abschluss der 13. Etappe an, außerdem den Übergang in die Etappe 14.1. Der Übergang in die neue Etappe findet am 5. Dezember 2019 um 23:59 Uhr Moskauer Zeit statt. Die 14. Etappe wird wiederum für eine allmähliche Senkung des Diskonts in mehrere Unteretappen aufgeteilt. So ermöglicht die Gesellschaft den Investoren eine flexible Gestaltung ihrer Investitionsstrategie. Die Erfolge von 2019 sind Voraussetzung für den Übergang in die neue Etappe. Während der 13. Etappe kam die Gesellschaft zu Industrie 4.0. So gelang die Integration modernster cyberphysischer Systeme in die Produktion. Skyway wurde Experte des Programms Sustainable Development Goals, das von der UNO
im Jahr 2000 verabschiedet wurde. In diesem Jahr wurden weiterhin die Systeme für Stromladung und Stromabnahme von der Schiene getestet. Der Bau der Frachtanlage im Ecotechnopark ist abgeschlossen. Die Tests des Hochgeschwindigkeits-Unibuses haben begonnen. Man entwickelte neue Systeme in den Bereichen Sicherheit, automatische Steuerung, Werkzeuge und Baumaschinen. Ausführliches zu diesen und anderen Erfolgen der 13. Etappe findet man auf unserer Webseite. Das waren die wichtigsten Nachrichten dieser Woche. Wir behalten die wichtigsten Ereignisse weiterer im Auge und berichten sie Ihnen. Schauen Sie unsere YouTube- und Vimeo-Kanäle. Bleiben Sie uns in den sozialen Netzen verbunden. Denken Sie dran, Skyway ist heute schon unsere Zukunft. Damit verabschiede ich mich. Zu Ihnen sprach Dina Kalfin. Auf Wiedersehen in der nächsten Woche.